So, und da sind wir bei Teil 4 oder 5? 4. 4, Teil 4. Teil 5 kommt danach. Und in Teil 5 werden wir ohne Cheats spielen. Ja, ihr habt das richtig gehört, ohne Cheats. Aber auch nur in Teil 5, also jetzt zieht man noch. Ja, weil wir müssen das in ordentlichen Ordnung, dass wir Sachen abwägen. Noch ein Weg, da hinten noch ein paar Leute. Apropos, hast du morgen noch mal Zeit? Dieses Wochenende? Am Freitag. Cool, kannst du direkt nach der Schule mit hoch. Ja, kann ich mal fragen. Ja, okay. Also, am Freitag kommt dann wahrscheinlich der nächste Teil, Gameplay. So, okay. Also ja, wir sind zu schwer belastet, deshalb müssen wir nochmal den Cheat reinmachen. God Mode. Ja, ich glaube, du hast mal ein bisschen mal mit Schokolade essen. Ja, ich hab ihn gehört. Er ist Schokolade. Er muss erst seinen Schokoladen-Skill-Level erhöhen. Die gute und zuverlässige Karte, die man sich in den Allerwertesten schieben kann. Und ich schieb rein! Oh, da vorne ist was. Geil, was ist denn das? Guck mal da! Da! Bumm! Bumm! Wo ist denn nur? Ja, da oben war was. Ein Schlammklappe. Ich hab eine größere. Die Nerven sind viel mehr. Und Johannes sei mal. Ach komm, wir ziehen die Truhe aus. Nein, ja. Ohne Cheese. Ohne. Ach so, nein. Der letzte Part war ohne Unlock Cheese. Der ist auch gut. Wir verbessern uns. Wir wollen. Wir cheaten immer weniger. Wir laufen irgendwie immer so im Kreis. Dann geht's raus. Was hat man mit dem Fliegen Cheese? Okay, wir zeigen nur noch kurz ein Cheese. Bing. Kollision. So, das ist jetzt dieser eine coole Cheat. Das ist sehr praktisch. Dann kannst du. Das ist sozusagen der Geist-Cheat. Ja, so kann man ganz. So kann man ganz viele verschiedene Räume. So. Wir verarschen die Grafik aufs Allerschlimmste. Wir haben keine Moral. Sie wissen wirklich unfair. Ja, jetzt kommen wir hier erstmal wieder runter, wenn wir jetzt hier unten sind. Also da sollte man den Cheat nicht unbedingt deaktivieren, dann. Wieso, was zu finden, ne? Weiß ich nicht. Man kriegt keinen Sinn, dass du Screen Error kriegst, dass bei mir auch nichts passiert. Wing. So. Hup. So, weiter geht's. So, da kommen jetzt wieder Leute. Hast du die Pfeile angelegt? Was? Hast du die Pfeile angelegt? Hey, du hast sie doch auf dem Rücken. Die da durch die Dunkelheit schleichen, die machen mich ganz nervös. Die Stimmen machen mir Angst. Eigentlich nicht, aber. Ja, jetzt! Oder nehme ich deine Rüstung? Wie Ich hab einen Feinstein-Claymore. Das ist ein bisschen scheiße. Und dann lag ja, der hat einen Song. Zwergenbrustharnisch, Alter. Hab ich alles schon. Was bist du? Gold 13, so. Ich krieg den nicht, ich hab kein Gold. Oh, hast du mal wieder mit dir, ey. So, da haben wir hier irgendwas Geiles, eine Druckplatte. Oh mein Gott! Gut, dass ich da draufgeschlagen habe. Ach, ja klar, die Ratte trifft natürlich nicht. Die ist dauergeil, die Ratte. Wir benutzen ja keine Kraftausdrücke. Bitte Dose nachmachen. Ja, wir sind wieder richtig witzig. Das nächste Mal, Video machen wir ein Schwarz-Weiß, dann ist wieder so blass aus. Nein, also. Wir könnten so einen All-Fast-Port machen. Boah, was ist das? Warte, guck mal drunter. Okay, ach so. Es war wohl gar nicht. So, nein, Bongo. Da hat die Tusi gerade gesagt, das war so geil. Ich muss irgendwo anders sein. Die kommt gleich, pass auf. Jetzt kommst du um die Ecke. Mit so einem übelsten Atombombe. Ja, klar. Hallo, wir sind im Mittelalter. So, guck mal, wir kommen immer weiter runter. Ich frage mich, wo wir rauskommen. Dann gehen wir so zum Arsch. Keine Beleidigung gegen das Kameraden erstmal. Sorry. Aber du musst doch wirklich mal einsehen, dass der Johannes. Obwohl, wir wollen wirklich niemanden. Dumm machen, weil der ist. Soll ich ihn nicht? Ja, stimmt ja. Okay, nochmal neu, ja. Bumm, so jetzt. Bumm? Ich werde jetzt keine Kraftausdrücke gegen Klassenkameraden einsetzen. Wir laufen, steckt uns scheiß schwer weg. Stimmt, das laufen wir schneller. Laufen Level 2. Bitte. Oh, die Pfeile noch. Das hab ich doch gesagt. Ach, du meinst das mit Pfeilen? Ich hab gedacht, du meinst die Bumm, Bumm, Bumm. Naja, nee, du dachtest, mein Pfeil beschwert oder was? Ha? Ha? Oh mein Gott! Hier unten ist die Bit! Hey. Alter, sind das weit gefallen! Was macht ihr jetzt denn? Ach, nein, Bongo hier! Warum sind die Bits, die sind wir nicht? Weil die Zauber haben!
Du her, ey! Jetzt bam, 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 bam! Und komm, Feuerball! Feuerball! Bum, 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 bam, bim, bum! Oh, immer drauf, immer drauf, immer drauf! Ich seh sie ja nicht mehr! Oh, nix, jetzt hab ich ihre Truhe. Wenn sie nicht verschlüsselt ist. Oh Gott. Also das, das, was ich jetzt gesagt habe, wollen wir wirklich nicht ins Internet stellen. Natürlich nicht. Okay. Also sie haben ihre Privatsachen durchstöbert. Boah, hat die sofort? Das war doch so abgehört. Du hast geschissen, Mann. Oh, fuck, das ist nicht groß. Machen sie noch einen Dreck? Kacke. Warum können die zaubern? Ja, wir nicht. Wir können auch zaubern. Ja, komm, Magio. Komm, danke. Also, ich kann Magio. Komm, Schlampe. Ja, super, echt genial. So, jetzt haben wir den Dungeon auch durch. Oder? Ja. Ich weiß, wie lang müssen. Ich muss noch irgendwelche kleinen Türen geben, wo man sich an. Okay, den suche ich jetzt mal. Oh. So, und der Gameplay geht jetzt schon ganze 6 Minuten in App. Ne. Dann vor 4 Sekunden ist er schon auf 6 Minuten geschaltet. Das, deswegen, das ist ein bisschen Claymore. Das ist das Dedra Claymore. Ja, ich sieht man an der Fresse, wie der da drauf ist. Das ist mir nicht aufgefallen. Sieht ja schwul aus. Ey, das sieht witzig aus. Hat schon einen Kreis. Oder? Nee. Kreis? Scheißegal, ne, eigentlich darf man schon einen Kreis. Nein, wir hatten schon ein Dreieck. Nee, jetzt, ohne Scheiße, wir hatten, glaube ich. Das ist cool, kurz Unterbrechung. Das ist doch scheiße. Mann, du kommst ja nie wieder raus. Doch, komm, wir machen nochmal den Cheat, um hier rauszukommen. Kollision aus. Ach, genau, jetzt geht's. Hopp, hopp, das ist jetzt nur Notfall. Wirklich nur Notfall einsetzen. Ja, ja. Nein, weil wir müssen hier irgendwie wieder rauskommen und wir haben uns verirrt, weil wir übel gut sind. Nein, wir haben uns nicht verirrt. Ich will ja, wo es rausgeht. Ich komme nur nicht mehr hoch. So, Problem gelöst. Oh, wir haben eine heilige Etwas gefunden. Ein heiliges Etwas. Hast du noch Schokolade? Los. Hast du noch Schokolade? Nee. Na, hast du auch. Naja. Wir sagen sie alle. Ey, guck mal, wir haben was Neues gefunden. Wow, wow. Ey, ich zieh mir mal dein, was heißt, wie heißt das nochmal? Schwert. Ja, jetzt kommt bestimmt wieder. Hab ich nicht gesagt. Oh, geil, das ist eine Echsenbogen. Keine Ahnung. Guck mal, hier das kommt. War das ein Heldenhieb? Nein, das ist ein Heldenhieb. Nein, ich bin... Ja, das ist ein Heldenhieb. Du hast einen Drohnen, rund umschlagen. Auch wenn die Gegner auch wenn die Gegner kommen. Hängt euch wie eine schwangere Kuh. Ja, du warst ein Kuh, Junge. Du bist ein Pimmel, ey. Boah! Oh, brutalisch! Was ist das für eine Frucht, ey? Aber irgendwie ist es auch voll cool. Boah! Oh, Zeug. Das leg mal, bevor wir den nächsten Gameplay machen, legen wir das alles noch ab. Dass das ein bisschen fairer wird. Also, wir probieren es aber ohne Cheats, wenn es möglich ist. Knochen, oder? Ja, warum sind die ein bisschen zu stark? Du musst halt nur aufhören, guck, der hat auch diesen Hit. Am besten schlägt. Guck mal, das ist so lang. Hier ist ein Handschuh vorne blieb. Na, guck mal hier, unsere Waffe ist so lang, da kommt er gar nicht richtig dran. Also, okay. Oh, wir haben alle Ohrklamotten. Ohrklamotten, glaube ich. Das Schlimmste ist, die sind Menschen. Oh mein Gott. Felsenschmetterung. Oder auch immer. Geil! Ja, egal, wir haben es mit Jungen gemacht, die haben eine coole Waffe, wurde eine coole Waffe! Ein, wie heißt? Felsenschmetterer. Sieht witzig aus, interessant. Aber ich glaube, ich würde es. Aber passt irgendwie nicht zu unserem Rest. Und der Rest ist irgendwie so dick und das Ding ist irgendwie so little. So doch was sonst. Mal, hallo, warum nimmst du jetzt zu denen, die nicht so zählt? Ey, komm, wir sind halt Heldenmode. Ja, aber trotzdem, das ist ein Game Planner. Das sieht aber irgendwie scheiße aus, wenn du jetzt. Du siehst doch scheiße aus, beschwer ich mich, nein. Mach halt mal die Klappe! Nimm mir nicht das. Ah, oh, das ist irgendwie. Ich hab gar nicht. Ich beleidigt sein. So, das sind jetzt schon knappe 9 Minuten, ne? In 2 Minuten. Und die immer noch so, oder? Dann. In 2 Minuten müssen wir noch erstmal wieder aufhören. Ja, freut euch. Auf den nächsten Part. Ne, trotzdem nicht. Auf jeden Fall. Oh, Junge, wie kommen wir denn da hoch? Kann ich, ich muss einfach weggehen. Wir könnten auch hochziehen, aber das wäre unfair. Und cool. Es gibt gar keinen Weg hoch. Ich würde verarschen. Also nicht auf meine Weise. Das finde ich, hier gibt es einen Weg hoch. Da kommt schon Ärger. Der kommt von da.
Da ist einer. Das ist Ruhe. Habt ihr das Ruhe? Nee, nee, nee. Das nicht. Wo ist denn jetzt etwas hin? Da. Oh, Junge! Bogenschütze. Ich bin nicht Also, er wackelt mit dem A. Alles in der Rot. Ja, du bist aber schwach. Gut, der Cheats würde mich auch abkacken. Stell mal vor. Ja. Nein, bitte nicht. Der Boss in dem Spiel. Markus ist online. Müssen wir gleich mal schauen, dass wir Gameplays gemacht haben. Oder? Den, was ich gesagt. Er weiß es ja noch überhaupt nicht. Stell mal vor, der Boss hätte ja auch den Heldenmut. Okay, das auch darf, ne? Ist klar. Ja, so ist es. Komm, versuchen wir erstmal aus dieser Höhle rauszukommen. Oh, eine Falle. Gehen wir schon kennen. Wir müssen ganz in der Nähe vom Ausgang sein. Oh, da hinten, da geht's weiter. Oder die Falle hat sich vorher ausgelöst. Nein, hier ist doch schon eine tote Maus, die hab ich nicht verbunden. Das könnte sein. Ja, da haben die Typen das ausgelöst. Ich meine, die kämpfen ja auch. Ja. Aber, ey, komm, die haben die Fallen gestellt. Die sind noch nicht selbst wenn, so wenn ich daran denke, dass die Typen ihre alten Fallen gesagt haben, muss ich irgendwie. Kacken. Also. Wie schlecht muss man sein, um seine eigenen Fallen zu arbeiten? Sag Johannes, oh. Ja, wir sollen ja wieder das Kameraden bleiben. Ey, komm, keiner weiß, wer gemeint ist. Wisst ihr, wer Johannes Neudamm ist? Oh, ja. Junge! Ah, fuck, ja. Arschkind. Siehst du? Der ist Ekler. Ja. Ey, komm, nicht Nachnamen. Okay. Kann ich warten? Oh! Das Treppe ist zusammengebrochen. Wir haben es gar nicht gemerkt. Und es war's. Wir müssen jetzt noch einmal cheaten hier, oder was jetzt? Jetzt reicht es. Was war das jetzt für eine Mission? Kein Dunst, aber wir müssen irgendwie wieder rauskommen. Gucken, was ist immer. Ey, du musst doch wohl auch noch irgendeinen Cheat haben, womit du dich hier rausbiegen kannst. Nein, den hab ich nicht. Ey, guck mal hier, wir müssen gleich durch das Tor. Wir können uns durch Tor cheaten, was geht das? Gut, gecheatet. Guck mal, nach schnell. Jo. Okay, wir haben einen illegalen Bereich getroffen. Nein, das ist der Ausgang, Mann. Oder halt so. Toller illegaler Bereich. Das Negative ist, wir müssen dann gleich aufhören mit dem Gameplay. Ich weiß ja nicht, ob es euch gefällt. Ich denke eher nicht. Das ist einfach so. Langeweile. Oh, was ist das für ein Puppe? So, das war der Argonia. Wir müssen ganz am Ausgang sein. Also, da geht's auch schon raus. Ui. Und get out, fucker. Oh, nee, ist rausgekommen. Ja, klar! Guck mal, das ist die Tür zur Goldküste. Wir sind gerade durchgegangen und es war keine Goldküste da. Du musst doch das Land, Mann! Trotzdem irgendwie scheiße. Du bist scheiße. Ja, ich weiß das. Cool. Also, so. Oh, was rechnen. Wir müssen dann erstmal. Oh, guck mal, da ist ein Wolfgang. Den bringen wir es noch rum. Da sind das Bein gebissen, die Fruchte. Timberwolf! Was noch? So, wir reisen jetzt auf gleich zu unserem Schiff, das ist eigentlich eine Mission so. Und da habe ich mir einfach was eingerichtet. Und da gehen wir jetzt erstmal hin. Und ist das Scheißteil. Da, und dann ist da auch erstmal unser Lager und wir speichern das vor dem Lager, legen unsere Sachen ab und danach geht's ohne Cheats weiter am nächsten Gameplay. Also, erstmal ciao.